Okay, also für mich war jede Gewichtsverhandlung Überwindung. Ich muss schon sagen, dass ich, bis ich mit ihnen in Kontakt gekommen bin, mir nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht habe. Verstehst du, ob das gute Polizisten sind oder schlechte Polizisten? Ich habe gesehen, dass die einen Kopf halten müssen für Scheißdreck von Politikern, dass Barrieren aufbauen, dass Arbeit im Grunde genommen für die Dummheit der anderen. Irgendwie, dass die praktisch im Grunde genommen weiter diese Welt verwüsten, Menschen umbringen, Kinder. Und das habe ich halt schon gesehen. Aber ich habe mir nicht wirklich jetzt halt. Bis heute ist dann umgegangen ist damit. Die Polizei kommt zu mir und sagt, was haben Sie denn für eine Auftrittsliste? Da ist dann vom Kreisverwaltungsreferat, und dann kommen wir mit zwei. Das hat ja ziemlich früh angefangen bei mir, verstehst du? Eigentlich habe ich so jetzt einmal. Das ist ja 10 Jahre früher genau, schon gewesen. ich habe einmal so eine Begegnung gehabt mit Polizisten, die war auch okay. Mein Vater ist praktisch bis auf dem Auto gefahren. Und den haben sie beim Räuber drunten, in dieser Wirtschaft, haben sie ihn rausgeholt. Aus der Wirtschaft. Zwei Polizisten gingen rein, der ist praktisch in Reigerhall. Also im Wirtshaus weggefahren. Beim Auspacken hat er anscheinend irgendein Auto leicht gestriffen, hat es nicht gemerkt, ist weitergefahren und da war ich zum besoffen, oder Räuber. was? Und da war er schon, hat er schon zwei Bier gehabt oder was. Oder drei, weiß ich nicht, ist egal. War um die Mittagszeit, Sonntag, Frühschoppen. Verstehst du? Dann ist er da drunten. Dann fahren, ich war nicht daheim. Verstehst du? Meine Mutter sagt, ja, der wird entweder, ja, wo sitzt denn, wenn er nur sitzt? Ja, beim Schiergei oder beim Ding oder beim Räuber drunten. Dann sind sie zum Rollen und da sehen das Auto von meinem Papa, schauen auch gleich, aha, eine kleine Klatschspur oder was an der Stoßstange, also eh nichts Schlimmes irgendwie, verstehst du? Aber sie hat dann runtergeschaut vom Fenster, hat es gesehen und hat es halt gemeldet. Gleich angerufen. Gingen die zwei Polizisten rein, verstehst du? Dann war ich hart, holen den praktisch noch vom Stammtisch raus. Er soll dann gehen, so ein bisschen mit und so, verstehst du? Nehmen die Personalien auf, lassen den Blasen, verstehst du? Zack, Führerschein, Schlüssel vom Auto genommen irgendwie, das war damals so ein Schlüssel genommen, oder den fahren kann oder so. Und dann hat er auf die Nacht eine müssen zur Zwölfung vernehmen. Da hat er gesagt, vergiss er mit! Zu mir, mein Vater, vergiss er mit! Dann mag ich ihn dabei haben! So, weißt du schon. Wie alt warst du da? Ja, das ist. Da habe ich schon gespielt. Ja. Hab ich schon, da war ich schon bekannt, sage ich jetzt halt auch mal. Keine Anfang der 90er. Irgendwie, wie er halt seinen Führerschein wieder mal verloren hat. Hat ihn öfter mal verloren gehabt. Einmal hat er einen verfolgt, über 40 Kilometer, 80 Kilometer oder was. Und dann haben sie. Und der hat ihn dann angezeigt, dass er angezeigt hat. Und dann wieso haben sie aber, hat er das gemacht? Ja, weil ihm die Vorfahrt genommen hat, nicht schnell genug gefahren. Mein Vater war schlecht, auch, mein Vater war extrem. So wie er ein Verbaltäter war, war er auch im Autofahren. Mein Vater war ein ganz aggressiver Wuder. Hat er gleich ausgeschrien. Ja, ja. Und so. Hey, ich sag jetzt einmal ganz banal: ein besser, unbefriedigter, ein ungeliebter. Verstehst du? Das muss man dazu sagen, weil das sind alles Aspekte. Verstehst du? Ein bisschen Schwiegervater daheim, ein bisschen Frau daheim, die Kinder haben nicht funktioniert, der eine lange Haut, der andere das, der, verstehst du? Der eine sitzt in einem Heim für Behinderte, der andere dritte sauft, verstehst du? So war der drauf. Und egal, auf jeden Fall holen sie ihn da raus. Und dann kommt er halt heim, muss er zu Fuß heimgehen. Das Auto ist so, da fährst du heute auf Nacht mit, hat er gesagt zu mir. Da fahren wir nicht dabei, haben, da brauchen wir einen. So, also, so der, dann sind wir da reingefahren. Scheiße. Ich sag dir was. Ich meine, ich habe schon mit Polizisten zum Tor gehabt, aber. Und? Das war gnadenlos. Wir gingen da rein, ja, er ist so, geladen so. So ja, lass da reinkommen zur Zeugenvernehmung, haben sie gesagt. Ja, hier soll noch, ganz freundlich, er soll noch einen Moment nehmen, so einen Platz. Nein, nimm jetzt gar nicht Platz, ich habe nicht so viel Zeit, ich komme jetzt zur Zeugen. So hat der schon mal gesagt, ja, soll noch, jetzt nehmen wir so einen Platz sitzen. So, ich hab gesagt, ich helfe dir jetzt. So ist er damit, verstehst du? Und dann kommt der Polizist mit dem Kollegen, wo die den rausgeholt haben. Da ist er ja! Da ist er ja! Ja, was glauben Sie, wie das jetzt bei mir ausschaut, wie ich da unten in das Wirtshaus gehe, meine Freunde sitzen, sie holen mich da ab, da drinnen, können Sie da nicht draußen irgendwie an allen Schi. So hat der geschrien, so, ey, da, so, du Bazi! Du Bazi! Und das war das schlimmste Schimpfwort. Ich hab das nicht gewusst, dass das ein Schimpfwort ist. Du Bazi! Und ich hab gesagt, hey Papa, halt dein Maul, halt dein Maul. Irgendwann nach 20 Minuten, einer halben Stunde, geht der Polizist zu mir und sagt, nimm deinen Vater mit, sonst sperr mir rein. Dann hab ich ihn rausgezogen aus der Wache und hab mir gerade den ganzen Vater da geschrien und gewedert. Und ich sag dir was, das war so dermaßen mit knallhart. Der ist daheim, die ganze Familie war durcheinander. Also das war schon einer von den härteren Auftritten von ihm, sag ich jetzt einmal. Und da mal, also der legt mich am Arsch. Ich bin dann nie wieder mit ihm irgendwo auf die Polizei gegangen. Ich sag, da schäme ich mich richtig mit dir.